will dein Regal, ich will es haben. Ich will der Eigentümer sein, ich will es besitzen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Alone in the Dark. Ja, und ich muss sagen, ich habe schon einmal eine Aufnahme gemacht und die dauerte 2 Stunden, bis mir die Xbox abgeschmiert ist und dann plötzlich das Programm abgeschmiert ist und dann waren die Dateien davon futsch. Das heißt, 2 Stunden Aufnahmen sind futsch. Ich hatte nur noch das Kommentar gehabt, also die Audioaufnahme, und das war alles. Und jetzt muss ich mich damit zufrieden geben, dass ich halt nochmal neu aufnehmen muss. Ich muss sagen, das tut mir wirklich leid, denn eigentlich war das gar nicht so geplant. Ja, jetzt sehe ich den schönen Ladescreen und Start drücken, und ich bin jetzt schon ein bisschen genervt deswegen, aber ich mache mir nichts draus, ich starte das einfach nochmal neu. 2 Stunden Aufnahmen, zwar futsch, also bis zu dieser großen Autobahn, wo die Straßen aufreißen. Bis dahin weiß ich, wie es weitergeht, aber danach, nach der Autofahrt, weiß ich nichts wirklich, weil da ist mir die Xbox abgekackt. Deswegen, würde ich mal sagen, ich starte trotz allem und trotz allen Hindernissen, die mich am Anfang dran gehindert haben, ein neues Spiel. Durch das Starten eines neuen Spiels werden die aktuellen Spieldaten überschrieben. Möchten Sie fortfahren? Ja, möchte ich. Und drück auf Ja. Ja, und ich sag jetzt mal, jetzt kommt ein Ladescreen und ich bin still, denn jetzt kommt wahrscheinlich etwas, was ich nicht kommentieren soll. Aufwachen heißt anscheinend die erste Folge oder wie das auch immer heißt, oder das Kapitel. Was machen wir jetzt? Wir halten uns an den Plan. Punkt. Aber es sollte doch nicht so. Keine Panik. Du weißt, womit wir es hier zu tun haben. In unserem Beruf passiert sowas eben hin und wieder. Soll das ein Witz sein? Diese Sprünge! Sie kamen aus einem Körper, als wären sie lebendig. Reiß dich zusammen. Der Pfad des Lichts ist greifbar nahe. Nichts wird das ruinieren. Gar nichts. Und jetzt halt dich an den verdammten Plan. Was ist mit dem da? Ist er wirklich noch bewusstlos? Finden wir es raus. Upsala. Sieh mich an. Jetzt ist er ziemlich zahm, eh? Mann, der sabbert wie ein Baby. Total verblödet. Dank Paddington ist er nur noch ein ganz normaler Typ. Der macht keinen Ärger. Hoffentlich, Edward. Wer sagt, dass Sie reden dürfen? Bis jetzt war ich ziemlich nett zu Ihnen. Aber wenn Sie mir einen guten Grund liefern, wird es Ihnen sehr leid tun. Mr. Scoff, lassen Sie das. Sobald unser anderer Freund hier tot ist, kann nur noch Paddington den Stein manipulieren. Sie wollen doch nicht alles gefährden, wofür wir gearbeitet haben, oder? Nein, Sir. Blinzeln ohne Ende. Habe ich mir gedacht. Mr. Hammett, Sie und ich begleiten Paddington. Mr. Scoff, schaffen Sie den da aufs Dach und töten Sie ihn. Schon so gut wie erledigt. Sofort! Oh, Blinzelspaß, würde ich mal sagen, wa? Also beim ersten... Ja, möchte ich... Also beim ersten Aufnahmeversuch... Ja, beim ersten Aufnahmeversuch habe ich nicht geblinzelt. Das gab dann einen kleinen Erfolg. Warum sind Sie noch da? Aufs Dach mit Ihnen. Wir müssen wirklich sagen. Die können mir nichts tun. Aber du. Ich mach das auf. Okay. Einfach nicht zu, was? Ich sagte Klappe halten. Totes Fleisch bin ich nicht gerade. Hoch. Die Musik sagt schon alles. Das heißt, es wird schon etwas kommen. Etwas. Boah, das Blinzeln nervt mich jetzt schon. Oh.
Ach. Was zum... Hast du das? Du verdammt... Warte! Nein! Ah! Okay. Oh, lecker. Ich vermute mal, ich muss da entlang. Ja, muss ich. Ja. Das mit dem Blinzeln ist irgendwie doof, aber es gehört halt zum Spiel. Oh, ein Stromkabel. Mein Gott, wer zum Teufel bin ich? Oh ja, es geht weiter. Also man merkt, dass unser Charakter hier seinen Gedächtnis verloren hat. Oh ja. Ein Fahrstuhl. Rein da. Wurde auch Zeit. Was ist, wenn er uns den Pfad nicht zeigt? Was ist, wenn er uns leimt? Ausgeschlossen. Er macht genau, was wir wollen. Hören Sie gut zu, Paddington. Man kann jemanden auch anders foltern, ohne ihm Fleisch und Knochen zu verletzen. Oh ja. Wir haben viel durchgemacht, um Sie und den Stein zusammenzubringen, Theo. Sie sind der Einzige, der weiß, wie man seine Macht nutzt. Leiten Sie ihn, führen Sie ihn. Sie werden unser Lichtbringer. Andernfalls werden Sie leiden. Extrem sogar. Sie sind verrückt. Sie haben das doch gesehen. Das klappt nicht. Ach, mal sehen. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was ist das für ein Geräusch? Geräusch? Das sind wieder diese Sprünge. Sie... Shit, Sie sind wieder da! Sie sind wieder da! Verdammt! Rette dich!